Ja, du, also, eben, dann machen wir das so. Ich tue dann das vorzu. Gibt dir ein Zeichen über und so. Aber jetzt eben, du willst noch ein bisschen von dem Salami da kommen? Nein, danke, ist gut. Also, aber der ist fein, gell? Ein Stück Brot im Mund. Der ist sehr fein. Aus dem Südtirol. Den haben wir an der Giardina gekauft. Und ja, der ist wirklich, der ist sehr fein. Es ist halt einfach, weißt du, da ist halt auch Leben drin. Es ist kein Aprilscherz im Fall. Und das ist nicht so. Hey, hast du gehört? Du hast etwas gesagt, das ist ein lustiger Aprilscherz. Im Tag in deinem Gesicht. Ja, heute im Tag. Also, ich nehme jetzt an, das war der Aprilscherz. Mhm. Oh. Ja. Was ist denn? Ja. Ja, ich erzähle jetzt, Entschuldigung, ich erzähle jetzt gleich noch schnell fertig. Nein, das machen wir jetzt. Die einen von Ihnen haben Sie ja vielleicht auch gesehen. Nein, sie also, ist jetzt können Sie ja gerade sagen, ob Sie auch ein Scherz waren. Sie nicht, ist ja der 1. April. Und habe ich erst wieder gedacht, er mit einem Scherz immer. Nein, ich habe geschrieben, wir finden um 7:30 an. Wir finden erst um 8 an. Ach so, das war der Scherz. Nein, die sind. Gut, dann tun wir jetzt noch weiter Scherzen. Da, aber im Tagesanzeiger war ein Artikel ja, dass der Böck dieses Jahr nicht mehr darf auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, weil der irgendein neues Gesetz für Holzheizungen, für vorübergehende Holzheizungen nicht erfüllt. Und also tatsächlich, das ist jetzt ja blöd, aber im ersten Mal, als ich das durchgelesen habe, habe ich für mich noch gedacht, ja, das ist jetzt unglaublich. Aber ich kann sagen, ich glaube. Und erst nachdem ich gesagt habe, das ist ja unglaublich, und nachdem noch etwas anderes kam, habe ich gemerkt, ach Jesus, es ist der 1. April und es ist natürlich nicht nur unglaublich, sonst ist es einfach nicht wahr. Aber okay, Entschuldigung, wir sind da noch nicht ganz parat gewesen. Nein, wir sind einfach, aber, wir müssen ja auch genährt sein. Ich meine, hey, 7 Stunden durchheben, das ist knallhart. Ja. Ich meine, das ist. Schauen, was. Hey, das Leben ist kein Spielschatz. Ich meine, du machst ja nicht anders von morgen bis Abend als schnurren. Ja. Verdienst du noch Geld damit? Ich schnurre ja nicht. Und verdienst auch Geld damit, immerhin. Die Gemeinsamkeit. Nicht, ja. Okay. Darum ergänzen wir uns, oder? Ja. Und das merken Sie dann schon jetzt am Verlauf des Abends, dass das irgendwie eine lustige Kombination ist. Und ich muss halt manchmal reden und das mache ich jetzt heute Abend, dem Vortrag, wo wir dann nachher dann jemanden anfangen. Ich gehe jetzt einmal rauf. Warte noch schnell, wegen den Eiern irgendwie sind wir noch nicht fertig gewesen. Ah ja, eben, das ist Scherzkeks. Schau, im Leben ist nicht immer alles geil vom Ei. Und dass das die Leute in Erinnerung bleibt, kommt am Schluss, wenn sie rausgehen, jeder so ein goldiges Ei über, mit diesen wunderschönen Händen. Wie macht man das technisch? Das weiss ich nicht. Ich sehe den Christian, der jetzt da rauf geht. Und dann fangen wir mal endlich an mit dem Vortrag, weil ich meine, es ist bald 8 Uhr. Und meine... Den Käse, den müssen wir aber dann essen. Am Schluss da. Das ist wirklich fein. Am Schluss. Wir lassen jetzt ich habe manchmal da. So nette Klienten. Die bringen mir manchmal so Hoppelkäse aus dem Berner Oberland. Der ist 4 Jahre gelagert. Weißt du? Also, er ist sehr fein, muss ich sagen. Es ist aus meinem Heimatort, oder? Und die Tasche, der Kollege, der Kameramann, der hat gesagt, eine Kollegin von ihm oder so, habe die kreiert. Ja, finde ich noch gut. Sieht nicht cool aus. Ja, also, dann könnt ihr. Kannst du den Vorhang aufmachen? Dann wollen wir an, oder? Ja. Hey, gut. Dann sind wir an. Jetzt, mit was fangen wir an? Jetzt fangen wir an mit dem blauen Blättchen mit diesen Sätzen, oder? Ja, jetzt ist 8. Habt ihr jetzt alle so eins bekommen? Okay. Ja, die haben alle also, eins bekommen. Wir müssen es jetzt nicht führen, weil ich bin jetzt da, um es vorlesen, nämlich. Aber ich müsste nicht lesen. Ich müsste jetzt aber ihr könnt es behalten und dann die Heimwelt wieder anlesen. Mir wirklich zuhören. Aber die Idee ist ja, dass der Christian jetzt auf die einzelnen Punkte da drin ein bisschen näher eingeht. Und jetzt fange ich einfach mal an, ganz zuoberst auf dem Kärtchen, oder? Das war ja auch der Satz von heute Abend. Das Leben ist kein Aprilscherz, darum fange heute an damit. Lebe. Es ist dein Leben. Tu, was du liebst und tu es oft. Wenn dir etwas nicht gefällt, ändere es. Ja, ich habe gestern Abend noch schnell kurz spontan eine Mailrunde rausgelassen, die da jetzt da sind. Und dann haben wir gesagt, sie dürfen fragen. Und haben Mail geschrieben, ganz spannende, interessante Sachen, dass wir das ein bisschen integrieren können. Ihr merkt jetzt, guten Abend miteinander.
Schön, dass ihr da sind und den Weg gefunden habt. Und ja, ich habe gemerkt, wir sind spontan, das Leben ist spontan. Manchmal haben wir das Gefühl, das Leben sei ein Aprilscherz. Ich eben, glaube, manchmal gleich keiner, weil eben das eine und das andere halt eben schon so ein bisschen gegeben ist, dass das und das Resultat ist, wenn man die und die Handlung macht oder was auch immer, wenn man die und die Vorfahren hat. Ja, und so in dem Sinn tun wir da heute Abend ein bisschen das Ganze anschauen. Und du kannst jetzt einmal, weil du bist ja der redet, ich rede auch nicht, also kannst du jetzt das E-Mail mal schnell ablesen, was da die Person geschrieben hat. Ja, ein Mail von einer Frau. Guten Morgen, Herr Frautschi. Ich bin schon sehr lange auf dem bewussten Weg. Und je länger ich jetzt auf diesem Weg bin, circa 20 Jahre, desto größer werden die Themen, die ich erledigen muss. Ein Beispiel. Ich arbeite in der Kunst und erledige Aufträge für Deutschland und in der Schweiz. Doch meine Kunden zahlen immer nur unter Druck. Wieso ist das so? Eigentlich wollte ich dieses Jahr aufhören, doch weiß ich auch, dass ich diese kreative Arbeit sehr vermissen werde. Vielleicht entspricht das auch nicht mehr dem Zeitgeist. Zur Beurteilung meine Website, www, und dann rund die Website. Was soll ich nur tun? Freundliche Grüße. Ja, liebe freundliche Grüße. Ich bin auf die Homepage von dieser Dame gegangen. Oder Herr, wir sind ja neutral. Einfach die Person. Und ich muss sagen, fantastische Sachen, die sie macht. Und ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es nicht einfach ist, eine spezielle Kunst an Mann oder an Frau oder umgekehrt zu bringen. Und dass man da auch mit Leuten zusammenarbeitet, wo das vielleicht dann auch für einen vertreiben und so. Und wenn etwas nicht läuft, wo wirklich mit so viel Herzblut, so viel Liebe und Kreativität gemacht wird, denn irgendwo hat es meistens auch ein bisschen mit dem Wert von dieser Person von sich selber zu tun. Wie sieht die Person sich? Wie lebt sie sich? Gibt sie das fast ein bisschen vor, indem sie, ja, wir kennen sie noch gerne bei den Künstlern, dass sie ein bisschen von der Hand ins Maul leben. Und das ist halt eben meistens auch ein bisschen das, was aussendet damit. Auf einer Seite und auf der anderen Seite sagen sie sich, ja, Kunst dürfen nichts kosten, außer dass irgendein gestörtes Bild, das am Schluss gerade wieder geschreddert wird für ein paar Millionen oder was auch immer. Der das Bild hier gemacht hat und als Kunstwert verkauft hat und sehr bekannt ist, obwohl das sehr anonym ist. Wie heißt der? Was heißt? Banksy. Berissen. Der Berissen kommt der von Bern. Der Berissen. Ich bin so ein Berner. Das weiß man nicht, eben. Das ist ja genau das. Ja, ich glaube, der ist irgendwo weiter oben, das Skandinavien oder so. Der scheucht sich nicht, ein Kunstwerk teuer zu verkaufen, zu preisen mit einer riesen Inszenierung und so. Er hat sehr, sehr einen grossen Selbstwert von sich. Und wie wenige Künstler aber sonst auch. Es hat wirklich sehr wenige, die ja zu seinen Lebzeiten wirklich Geld verdienen. Die meisten kommen irgendwie so ein bisschen über die Runde. Und das gibt man natürlich auch ein bisschen voraus. Man tut, sagt, ja, es sollte so viel kosten. Ja, gibt man das aus jetzt für das Teil oder nicht? Es ist zwar schön und ich habe irgendwie hunderte von Stunden investiert und so. Und dann denkt man, ja, gut, ja, machen wir den Preis, oder? Und dann, wenn man mit dem Denken einen Preis macht, dann ist der Preis eh zu billig. Was nichts kostet, sagen die einen, ist nichts wert. Mag vielleicht manchmal auch so sein, aber da reden wir ja von Kunst, wirklich von einer Handwerkskunst, wo, so wie ich das sehe, sicher sehr viel Wert hat und sehr viel Herzblut dabei ist. Also müsste man dort einfach mal das Ganze anfangen, von hinten anfangen aufrollen
Und der hat dann wirklich von sich aus selber den Wert reingegeben. Ich meine, 20 Jahre. Die Frau ist irgendwie zwischen 40 und 50 vermutlich, wenn sie schon 20 Jahre die Kunst macht. Also sind da 20 Jahre Erfahrung drin. Und vermutlich hat man da einfach sich selber nie reflektiert, was mache ich da überhaupt? Das angeschaut, wie man das unter die Leute bringt, wo hängt das Zeug und alles zusammen. Das ist im Leben natürlich sehr, sehr wichtig, weil nur einfach irgendwie etwas machen und dann in der Hoffnung, ich kann es dann verkaufen, ist nicht der Antrieb für das, was man tut, sondern ich kann etwas Geiles erschaffen. Ich finde das voll cool und so. Ich will das irgendwo in einem fantastischen Garten sehen, in einer Eingangshalle, in einem Geschäftshaus oder wo auch immer. Und dementsprechend ein bisschen promoten. Und ich würde jetzt mal sagen, von dieser Kunst, dass halt vielleicht da das einzelne Objekt einfach viel, viel teurer müsste verkauft werden. Und nicht schon anfangen zu zweifeln, haben die Leute kein Geld mehr, mal die Leute haben Geld. Man muss nur die richtigen Leute haben, die auch die richtige Einstellung haben. Muss ich aufhören, wo Herzblut drin ist? Nein, man muss nicht aufhören mit etwas, wo Herzblut drin ist. Erst recht nicht, sondern macht es richtig. Ich hatte auch einen Fall von einem Herrn, der ist gerade letztens wieder gekommen, völlig am Arsch, Burnout, ein so ein Zeug. Und der macht fantastische Blockhäuser aus ganzen Stämmen. Und dass er überleben kann, hat er angefangen zu zimmern, sonst noch angefangen zu zimmern. Das machen, das machen, das machen. Schlussendlich hat er irgendwie 10 bis 12 bis 15 Angestellte gehabt. Hat sich völlig aufgehängt, krampft und gemacht und hat eigentlich das, was er sensationell macht und noch einen ist, wenigen ist in der Schweiz, die Blockhäuser bauen, die schönen Waldhütten oder was auch immer, mit diesen Rundholzstämmen, die speziell gelagert sind und weiss ich was alles zusammen. Das hat er völlig vernachlässigt. Er war ein gutmütiger Mensch, hat jeden Mal richtig machen, ja, gut, das macht er auch, das macht er auch, das macht er auch. Weil er natürlich auch seine Leute musste beschäftigen. Er musste einen Umsatz machen, der ganze Aufwand überhaupt irgendwie abgedeckt ist. Und schlussendlich ist er jetzt nur alleine. Er hat nicht mehr mögen, ist völlig am Boden. Tut seine ganze Ware versteigern am 13. April. Und kehrt zum Glück wieder ganz einfach zu seinem Ursprung zurück und macht nur noch die wunderbaren Holzhäuser oder Schöpfe oder Unterstände oder was auch immer aus diesen Rundholzstämmen. Und dann hat er in dem Sinn sein Ziel eigentlich wieder erreicht und dann wirklich eine gute Basis, dass er auch wieder kann dort herkommen. Er ist auf dem Weg vom Gesunden und dass er wieder das tun darf, was er gern macht. Also, mach das, was du gern machst. Mach deine kreative Arbeit. Mach sie mit Freude. Und dann musst du halt einfach auch den anderen Aspekt der Unternehmer halt einfach zwangsläufig reinbringen, reingehen, sich beschäftigen damit. Wie viel will ich verdienen? Nicht, wie viel muss ich verdienen? Wie viel will ich mit dem verdienen? Wie viele Stunden habe ich investiert? Und einmal einen Stundenlohn ausrechnen zum Beispiel. Was die Künstler eben nicht machen, das müssen sie. Und Rolf Knie rechnet seinen Stundenlohn auch aus für ein Bild. Und er ist einer von den wenigen Künstlern, der wirklich sehr viel Geld verdient als lebendiger Künstler in der Schweiz. Also, es geht auch umdenken. Es gibt sicher noch die einen oder die anderen Sachen, die da sicher auch noch mitspielen müssen. Man muss anschauen, wo verkaufe ich das überhaupt? Hat das Wert überhaupt mit den Leuten, die wir jetzt zusammen arbeiten, hat es einen Wert, dass wir mit denen weiterhin zusammen arbeiten? Gut, wir gehen weiter. Lass mich schnell dazu noch etwas fragen. Das würde ja letztlich, wenn man das ein bisschen zusammenfasst, heissen, man muss seinen Platz finden im Leben oder auf der Welt oder was immer.
ich denke, dass die Frau in ihrer Kunst den Platz gefunden hat, wie sie es im Leben gefunden hat, das kann ich nicht garantieren, das weiß ich nicht, ich kenne die Person nicht. Oder vielleicht kennen sie, ob es nicht bewusst, weil der Name sagt mir eh nie etwas. Ich habe da auch nie einen Namen drauf, weil wir da neutral sind. Ich kann ihn so nicht beurteilen. Wenn die Person bei mir in der Praxis ist, darf sie sich bei mir melden und dann auch oder melden, wenn sie das nächste Mal bei mir ist. Ich kann das in dem Sinn nicht beurteilen, aber es hängt natürlich ganz sicher zusammen. Was ist der Mensch? Was ist Kunst dahinter? Wobei, es drückt manchmal halt noch, dass sensationelle Künstler ein bisschen verknurzte und nicht die einfachsten Menschen sind. Aber Kunst läuft. Es spielt immer spielt beides mit. Ich kann es nicht unbedingt konkret sagen, das oder das. Ist es. Gut. Ja. Der nächste Satz auf dem Kärtchen, das ist also einer, wo man sofort versteht und wo man vielleicht auch nicht so viel sagen muss, aber du darfst trotzdem. Der Satz ist, wenn dir dein Job nicht gefällt, kündige. Punkt. Ja. Ich höre draussen, ja. Wir müssen. Sicher müssen wir. Es ist manchmal so, dass man angewiesen ist auf das Einkommen, angewiesen ist auf das, auf das, auf das. Das verstehe ich vollkommen. Wirtschaftliche Situation, auch privatwirtschaftliche Situation, kenne ich nur zugute. Ich habe, glaube ich, alles mehr oder weniger erlebt im Leben diesbezüglich, was man erleben kann. Und es geht darum, wenn dir ein Job nicht gefällt, dann sendest du das raus, es steht auf deiner Stirn. Du gehst mit einer Leckmann-Mann-Stimmung arbeiten, das erkennt dein Arbeitskollege, das erkennt der Chef und weiss nicht wer. Du strahlst das aus und dann dementsprechend kommen auch die Reaktionen. Nur muss man einfach dann sagen, Angst hat, dass man einfach ausruft, gehen wir doch zuerst einmal her und sind mit uns ehrlich und sondieren und sagen, hey, was will ich denn überhaupt? Ich arbeite vielleicht irgendwo als Handlanger auf dem Bau, habe vielleicht einen guten Stundenansatz. Im Moment, es ist okay, ich kann Ferien machen, wenn ich will und. Aber eigentlich scheisst es mich an, ich wäre irgendwie gelehrter Zimmermann und das würde mir viel mehr Freude machen, als Zimmermann wieder zu arbeiten. Dann muss man sich sagen, hey, also, was will ich wirklich, was ist da drin, was ist das Herzblut, wie bei der Künstlerin, was ist das Herzblut da drin? Und dann sich sagen, hey, das ist das, was ich machen will. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Wo will ich das machen? In welcher Firma, in welcher Umfeld, mit welcher Materie, mit welcher Firmengröße, in welcher Ortschaft und. All das müssen wir uns einfach das erste Mal Gedanken machen. Und dann müssen wir selber eben den Arsch bewegen. Dann müssen wir wirklich hergehen und sagen, hey, wo gibt es für mich Möglichkeiten? Das muss ja vielleicht gar nicht immer sein, dass wir einen Job machen, den wir vielleicht gelernt haben. Sicher ist es wunderbar und schön in der Schweiz, dass wir Berufslehre machen dürfen. Aber wenn wir anschauen, wie viel das auf ihrem Beruf noch arbeiten, ich mal Automech gelernt. Irgendwie mit 30 haben, ich weiß auch nicht, die Hälfte der Automecher hat nicht mehr auf dem Beruf geschafft, weil sie einfach nichts verdient hat. Jeder will die Auto fahren, aber niemand will die Löhne zahlen. Dann sind sie irgendwo weitergegangen. In Unterhalt von Maschinen, in Firmen und. Haben dann dementsprechend auch ein anderes Einkommen gehabt, Gesundheit. Es gehört alles auch dazu. Das ist das Leben, das ist kein Aprilscherz. Das war Husten, Nüsse. Übrigens, wenn im Fall nicht mehr das Telefon nicht läuten würde, hätte er es ruhig abnehmen. Wir warten dann schon, gell? Ja, gell? Gut. Ja, in der heutigen Zeit muss ich alles sagen.
sondieren. Tönt euch wirklich bewusst werden, was ihr möchtet machen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr am liebsten möchtet machen, dann nehmt einen guten Bekannten, einen Kollegen, einen Kollegen oder was auch immer, sitzt vis-à-vis und du anfangen zu erzählen von Jobs, von möglichen Firmen und, und. Und die Person, die vis-à-vis sitzt, soll dich einfach beobachten und schauen, wenn deine Augen anfangen zu glänzen. Weil dann redest du aus dem Herz und das ist das, was man dann nachher verfolgen darf und den Schritt darf machen, um zu schauen, sondieren, wo bekomme ich das, in welcher Gegend, in welcher Branche und alles zusammen. Und wenn es einem wirklich so nicht mehr gefällt, wenn man noch gemobbt wird oder was auch immer, oder gesundheitlich drauf geht, dann finden wir einen Weg finden vom Kündigen. Vielleicht muss man halt einfach mal offen und ehrlich sein und mit dem Chef zusammensitzen, was eben dann die wenigsten machen, weil wir noch die alten Muster drin haben, muss ja einen Job haben, muss Arbeit haben. Und einfach sagen, los Chef, es gefällt mir nicht mehr bei dir. Dann sagt er, ja gut, dann tun wir doch uns trennen. Dann haben wir eigentlich schon gekündigt, wenn er euch kündigt. Man muss einfach irgendwie dann vielleicht ein bisschen so einfädeln, dass man irgendwo für alle einen Weg findet. Viele denken, das habe ich auch schon gehört, wenn ich künde, ist mein Chef am Arsch. Nein. Wenn ihr einen Scheissjob habt und ihr macht den nicht zufrieden, dann gebt ihrem Chef die Chance, jemanden zu finden, wo genau für den Job bestimmt ist und so lange irgendwo vor der Tür wartet. Denkt nicht immer an die anderen. Das hat jetzt nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass du selber, du in den Spiegel schaust und das Gesicht, das du siehst, das ist das wichtigste Gesicht auf der ganzen Welt. Wenn du dich bist, wenn du dir gefällst, wenn du zufrieden bist bei mir, dann sind es die anderen, auch wenn da noch zwei, drei Knöpfe rumsteuern, sind es die auch. Wenn du in ein Geschäft hineinläufst, mit dem Face, sind es die auch. Du strahlst es aus, es fällt wirklich mit dir an. Und darum darfst du auch von dir aus, wenn es dir halt nicht anders geht, her sitzen und gehen. Und sagen, lieber Chef, es tut mir leid. Ich habe keine Million gewonnen im Lotto. Destotrotz, ich kündige. Das ist die eine Seite. Da gibt es aber, glaube ich, einfach auch andere, die überhaupt nicht, nicht aus Rücksicht auf den Chef nicht kündigen, sondern weil sie Angst haben vor dem, was dann kommt. Wieso muss ich immer am Morgen denken und vergessen, heute zu leben? Wenn mich, hey, ich habe jede zweite bis dritte Anmeldung, die in der Praxis kommt, sind die Leute am Arsch. Marco, die sind am Arsch. Die haben so Gründe, weil sie sich so viel studieren, machen und tun, wie, was, wo und überhaupt und sowieso. Hey, ist das gesund? Das ist es heute. Das ist es heute. Und das ist das Wichtigste. Das, was nachher kommt, das ist dann erst morgen. Aber wenn ich heute einen Schritt mache, wenn ich heute meinen Arsch bewege und vorwärts gehe, haben wir hier oben ganz, ganz viele Kumpels. Ganz viele Engel, oder wie man denn auch immer sagen will, die kommen. Aber für das muss ich zuerst meinen Arsch bewegen. Wenn ich vorwärts gehe, dann kommt es. Ich habe noch nie eine Wohnung gefunden oder angeschaut, bevor ich die alte Wohnung nicht gekündigt habe. Ich habe immer zuerst, auch wenn es irgendwie kritisch war, ich habe eine Wohnung gekündigt.
ohne dass ich eine andere Wohnung hatte. Ich habe vertraut, wenn ich meinen Schritt gehe, das stimmt nicht mehr. Ich finde das, was für mich stimmt. Ich habe immer eine Wohnung gehabt. Immer. Es hat auch die Zeit gegeben, wo ich kein Geld mehr hatte. Keine 20 Franken mehr im Sack. Privatkonkurs. Kündigung vom Haus. Wo ich drin war. 2 Tage, bevor ich rausgegangen bin, habe ich weder noch ein Bett, noch Geld, noch sonst etwas gehabt. Aber ich wusste, dann, wenn ich rausgehe, am 31. Januar 2003 war das, einen Tag vorher, habe ich meinen Koffer, ich habe gar nicht mehr anders gehabt als einen Koffer, wo mein ganzes Haben gut drin war, habe ich den nehmen. Ich bin in meinen alten, verbüllten, verrosteten Mercedes hineingesessen. Ich konnte ein paar Tage vorher noch ein Mountainbike verkaufen, damit ich den Benzintank füllen konnte und konnte zügeln. Und ich hatte wieder ein Bett. Logisch, es muss nicht jeder so krass unterwegs sein, wie ich das halt damals unterwegs war. Aber ich kann ja auch einmal vorausgeben, wenn ich das Häuschen, das ich damals hatte, verlassen, wenn ich dort rausgehe, wandere ich aus. Es war schon auch der Gedanke, dass ich ein paar Monate später auswandere. Ich hätte sonst das Häuschen nie gekonnt, weil es war wirklich traumhaft. So hat einfach jeder seinen Weg. Man muss sich bewegen. Man darf sich bewegen. Wie gesagt, wenn dir der Job nicht mehr gefällt, tue, künde oder such den Weg, dass dir gekündigt wird. Denk nicht schon am Morgen, wie viel das der Arbeitslose tut, abziehen und, dass das eigentlich gar nicht drin liegt. Hey, es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg, 300%. Aber wir müssen den Mut haben, um uns halt einfach auch zu bewegen. Hallo, lieber Herr Frautschi. Ich freue mich sehr, morgen bei Ihrem Vortrag im Volkshaus dabei zu sein. Gerne hätte ich ein paar Fragen, die ich hier gerne stellen möchte. Toll, dass das hier möglich ist. Kurze Zusammenfassung meiner momentanen Situation. 44 Jahre alt. Seit über einem halben Jahr bin ich in einer großen Lebenskrise und ich versuche krampfhaft wieder am Leben teilzunehmen. Diverse Therapien wie Psychologie, Psychotherapie, Reflexion mit dem inneren Kind, Homöopathie, Akupunktur, geistiges Heilen, Energiearbeit, Astrologie, Medium, alles habe ich ausprobiert, aber nichts half. Ich habe mich immer geweigert, Psychopharmaka zu nehmen, aber nun wäre ich bereit, welche zu nehmen. Ich möchte den ganzen Schmerz nicht mehr fühlen. Ich bin mit meinem Leben total überfordert. Ich habe alles verloren, meinen Job, meine Freunde. Ebenfalls habe ich ein Hin und Her mit meinem Freund. Er betrügt mich und ich kann mich einfach nicht von ihm trennen, weil ich das Gefühl habe, er ist noch der Einzige, der irgendwie noch bei mir ist. Wir wohnen nicht zusammen. Job? Mir wurde nach 4 Jahren unerwartet und plötzlich nach meinen Ferien der Job gekündigt. Seit September 2018 bin ich krankgeschrieben und seit dem 1. März bin ich wieder auf Stellensuche. Aber ich finde einfach keinen passenden Job für mich. Ebenfalls fühle ich mich in meiner Wohnung so unwohl und ich möchte gerne umziehen. Alles möchte ich verändern, aber ich habe solche Angst vor der Zukunft. Nun meine Fragen. Warum lasse ich zu, dass mein Freund mich betrügt und verletzt? Warum passe ich mich so an? Wieso kann ich es nicht beenden? Warum akzeptiere ich alles? Wieso fühle ich mich so abhängig, hilflos, ohnmächtig, unglücklich? Warum fühle ich mich so einsam und allein? Von allem und allen im Stich gelassen?
betreffend Job. Warum kann ich die Vergangenheit nicht loslassen und nach vorne schauen? Warum bin ich noch so voller Groll und Wut? Warum fühle ich mich so ungerecht behandelt? Wo bleibt in meinem Leben das ganze Vertrauen, meine Selbstliebe, mein Stolz und meine Lebensfreude? Herzlichen Dank, freundliche Grüße. Ein Haufen Fragen. Ja, da haben wir ja gerade ein bisschen zu tun. Jetzt muss ich gleich noch fast mehr schnurren als du, obwohl das dein Job ist eigentlich. Also, wenn ich das so lese, die ganz vielen Punkte, wo wir das schon durchgegangen sind, wo wir etwas gesucht haben. Wir haben das innere Kind gesucht, wir haben das gesucht, wir haben das gesucht, wir haben das gesucht. Auf der Suche. Nur. Auf der Suche nach was? Mit der Erwartung, irgendjemand sagt mir, lieber Mann oder liebe Frau oder wer auch immer, das musst du tun. Nein. Viele kommen zu mir und sagen, du, was soll ich machen? Meine Antwort kennen sie. Ich sage es jetzt nicht mehr, aber ja. Der Einzige, der irgendwie noch bei mir ist, ja logisch, ist er noch dort. Wo kann es dann besser haben? Mich kann im Aussen betrügen und machen und tun und dann wieder heimkommen, das ist immer noch alles gut, weil er ja weiss, sie macht da gleich nichts oder er macht da gleich nichts. Also, als erstes, dem Freund, wie heisst es? Kündige. Es passt auch da, okay. Ja, es fällt ja alles bei sich selber an. Hey, warum tut man das sich an? Fragt die sich an und sie geht ganz viele Fragen, warum dass sie sich das antut. Mit Astrologie, mit Akupunktur, mit dem, mit diesem und jenem und Medium und weiss nicht was alles zusammen. Warum aber sie braucht jetzt offenbar oder eher eine Antwort, in sie, oder? Die Antwort heisst kündige. Okay, aber auf einer Seite kündige den suchenden Job. Das heisst, auf der Suche sie nach irgendetwas. Aufhören suchen. Anfangen sie. Und wenn wir anfangen sie, dann irgendwann ist, oder ansatzweise ist, das Bewusstwerden, dass das Arsch oder die Ärztin, die einem da verarscht, halt einfach wirklich muss auf den Mond schiessen. Jetzt ist gerade eine ideale Zeit, weil wenn er jetzt in den Himmel schaut, es ist so eine schöne Schichtle und hat dann im Fall ganz Haufen Platz. Wenn der Vollmond ist, dann kriegen die wieder hinein ab und das kommen die Nächsten. Der Mond hat auch immer zu tun. Sind doch einfach einmal verdammt ehrlich mit euch. Sind so verdammt ehrlich zu euch selber, zu eurem Umfeld. Hey, wieso haben wir keine Freunde mehr? Der ganze Freundeskreis, der sich auch verabschiedet. Die haben das ja vielleicht dreimal gesehen, was abläuft. Und sagen, du, wenn es die anderen nie sieht oder der andere nie sieht. Ich weiß es auch nicht, dann habe ich es auch gesehen. Also da muss man sich nicht verwundern, sorry. Also, ein paar Kündigungsschreiben machen. Man kann das ganz nett machen, mit Wort. Braucht am meisten Mut. Da gibt es ein Blatt Papier, braucht ein bisschen weniger Mut. Da gibt es noch die New Age-Version oder die Millenniums-Version. Das wäre dann Sort Message. Was ist Sort SMS? Was ist das abgekürzt? Short Message System. System. Eben. Ja. Mit System. Kündigen mit System. Ich habe heute auf dem Handy rumgedruckt und habe eine neue Funktion gesehen.
Einfach, weil es mir langweilig ist, weil irgendwie eben auch ich muss mal. Das hat mir auch gestunken, also nachher dann. Und dann habe ich, das ist eine Beschäftigung, wo ich dann, ja, dann nehme ich das Telefon auch mit, sorry, hallo, was soll ich denn da? Es ist manchmal halt eben schon viel Arbeit und dann hat man oft schon ein bisschen viel zu tun. Da hat man aber auch Zeit, ich habe dann habe ich Zeit, um aufs Handy zu schauen. Und da habe ich entdeckt, dass, das ist ganz einfach machen. Da gibt es im Fall Herzchen, die in der Mitte einen Riss haben. Schick das, tschüss. Kannst du noch eine schöne Mondsichel hinten rein schicken? Ja, was willst du denn auch noch? Das ist, sorry, das ist wirklich nicht einfacher als das, aber musst es machen. Und genau so, wie sie in der Liebe und auf der Suche nach der Liebe, nach dem Weg ist, genau so wird es im Job sein. Sich wirklich ehrlich sein, woher will ich, was will ich und. Das ist gut, nehmt nicht immer alles im Leben so ernst. Nehmt einfach einmal das eine oder das andere auf die leichten Schultern. Es geht viel länger. Wenn man nur so am Arsch ist, es geht viel, viel, viel länger. Ich habe sehr oft, ich bin ja seit 23 Unternehmer, und ich bin eigentlich, ohne dass man es gemerkt hat, bin ich wirklich ein knallharter Unternehmer gewesen. Nicht, dass ich einem Touching Green hinein habe und können sagen, du bist ein Arsch, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern ich habe nichts gesagt, ich überkomme dich dann schon. Ich habe jeden überkommen, wenn es ein paar Jahre später war oder was auch immer. Und irgendwann habe ich nicht einmal mehr etwas müssen sagen. In diesen Sachen habe ich hier schon nicht gerne geredet, sondern ich konnte einfach in dem Moment lächeln. Und die Person hat gewusst, was ich eigentlich gerne mal gesagt hätte. Und das ist manchmal viel, viel einfacher. Nein, einfacher nicht, aber es ist der bessere Weg und vor allem für sich selber der gesündere Weg. Also, sind wir nicht mehr auf der Suche, sondern gehen wir nicht in dem Moment jetzt gerade auf den Weg, die Person, sondern schaut einfach mal zuerst in den Spiegel rein, schaut in den Grind und sagt das Allerschwierigste. Ich glaube wirklich etwas vom Schwierigsten, was man sich selber sagen kann. Ich liebe mich. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin wertvoll. Wenn jemand das nicht erkennt, passt er nicht mehr zu mir, muss ich konsequent ertragen. Sonst liebe ich das Arschloch mehr als mich. Und das kann es nicht sein. Nein, das kann es nicht sein. Wenn ich einen Double von meinem Chef mehr lieben als mich und nicht kündigen, liebe der Chef, trotzdem, dass er ein Double ist, mehr als mich. Und das kann es nicht sein. Also, handelt die dürfen für sich handeln. Und die erst recht, die müssen handeln. Solltest du auf der Suche nach der Liebe deines Lebens sein, lass es. Sie wird dich finden, wenn du anfängst, die Dinge zu tun, die du liebst. Ja, haben wir jetzt also zwies bereits besprochen vorher. Mach das, was du gern machst. Ich habe auch schon x-mal in meinem Leben zwangsläufig, manchmal auch freiwillig, neue Wege müssen suchen. Ich habe schon ganze Existenzen aufgegeben. Ich hatte mal eine Firma, die habe ich mit 39 mit Absicht von mir aus ins Sand gesetzt, weil ich wusste, dass es keinen Wert mehr hat. Es bringt nichts mehr. Ich habe, wenn man das Material anschaut, die Kiste, sprich eine Million ins Sand gesetzt. Es war mir scheißegal, weil ich wusste,
es bringt nichts mehr und es hat keinen Wert. Also hören wir auf. Das war Lehrgeld für mich, für meinen Weg, den ich dann gegangen bin. Und da bin ich heute, auf dem Weg, den ich hier gegangen bin. Ich bin heute noch Vollblutunternehmer. Ich liebe das Business. Nur ist halt einfach, mein Business besteht aus Seelen, aus Wirbelsäulenseelen, aus Körper, aus Menschen. Und was ich tun darf, was ich einmal geschenkt bekommen, respektive das Leben lang schon in mir hatte. Und ich habe vielleicht einfach, in dem, dass ich hier etwas aufgegeben habe und nicht das Materielle gedacht habe. Ich habe nicht gedacht, wie zahle ich meiner Ex-Frau, Mutter von 3 Kindern, also mir Eltern von 3 Kindern, wie zahle ich die Alimente? Ich habe nicht daran gedacht. Ich habe mir gesagt, los, das Geld, das ich von den Arbeitslosen bekomme, lange genau, um die Alimente zu decken. Und für mich finde ich dann schon einen Weg. Und ich habe den Weg irgendwann gefunden. Ich wollte nicht gehen, da habe ich schlussendlich eben alles verloren. Was soll's? Ich habe den Weg gleich gefunden. Manchmal ist hart, aber es lohnt sich. Und das ist das, wie man so schön sagt, das Lehrgeld, das man dann zahlt für sich. Ja, es ist mein persönliches Lehrgeld gewesen. Und ich muss sagen, ich kann lachen darüber. Ich kann hier sogar am anderen Tag, als ich den Schlüssel gedreht habe, am Geschäft vorbeifahren, obwohl das ein gross angeschrieben war, hinter der Autobahn mit meinem Namen. Frautschi Autoteile hat es geheissen. Ich konnte es anschauen, ich konnte irgendwie daran vorbeifahren. Ja, dort oben war mal der Frautschi. Und ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich habe mir einfach Zeit genommen für mich. Ich habe das da für mich, was ich gerne gemacht habe. Wie wir davor gesagt haben, tu, was du liebst, was du gerne machst. Ich habe gelernt, es war so ein Herr, ich habe gelernt, an See aber zu hocken mit nichts und einfach nichts zu tun. Es war brutal her, aber es ist gegangen. Ich habe es gelernt. Es hat sich gelohnt. Also, suchst die Liebe vom Leben, suchst das Leben lang. Gang dein Leben und dann wird dich die Liebe irgendwo auf dem Weg draussen wird dich finden. Ich habe auch mal ganz eine lustige Situation erlebt. Bin ich mal bei jemandem zu Hause, der mich irgendwie um Rat gefragt hat. Und da habe ich so gesagt, was hast du denn da hinter den Blumensträußen? Was ist dort? Das ist ja Schmine. Ja, was machen denn all die Blumentöpfe vorne dran zu? Dann sagt sie, ja, das Schmine brauche ich erst, wenn ich meinen richtigen Schatz habe und gemütlich kann vor der Schmine hocken. Und dann gesagt, du bist so ein Arsch. Weißt du was, dann wird der Schatz nie kommen. Sie hat auch von den Eltern Geld aufgenommen, ist auf St. Gallen in die HSG studieren, hat irgendein Studium beleitet und hat das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt ein Papier in der Hand habe, wo dann da steht, HSG St. Gallen, dann bin ich selbstständig. Sie hat sogar noch Geld bekommen von der Bank, für das schlussendlich zum selbstständig werden. Mit dem Papier in der Hand, weil das ist ja HSG St. Gallen. Die sicher sind auch verdammt gescheitert draussen. Das Papier in der Hand gehabt, du. Ich bin jetzt selbstständig. Juhe, ich habe eine Schmine. Juhe, es war genau das Gleiche. Es war genau das Prinzip und es ist genau das, was nicht geht. Fang an, fang mit nichts an. Ich habe nichts mal in meinem Leben mit nichts angefangen. Es ist so egal. Es ist sowas von egal.
Fange in der Liebe mit nichts an. Und das Erste, was du machen darfst, eben schau in den Spiegel, ich liebe mich. Und irgendwann einmal hast du ein anderes Spiegelbild neben dran und sagst, ich liebe dich voll auch. Du musst dann aber nicht verschrecken und denken, es sei sicher oder irgendein Geist, der irgendwann dann einen Wahrsager prophezeit hat, oder eine Karte legen, sondern dann kannst du es annehmen und sagen, du, cool. Dann ist 1 und 1, 2. Und nicht nur 1,5. Oder eben das Leben lang 1. Mit den Blumentöpfen davor und dem Papier, das nichts bringt. Mal das Papier würde schon etwas bringen, aber man muss auch noch Unternehmer sein. Und überhaupt. Wenn dann jemand kommt, was nur auf dich aus hat, weil du vielleicht irgendwie einen geilen Karre hast, Mann bist oder eine heisse Frau bist und er will nur dich als Frau, dann brauchst du den nicht, zum Blumentöpf auf die Seite zu schingeln. Du musst den Karre und den Mann oder den Mann, die schöne Frau, wenn das ein Allein ist, einfach stehen lassen. Und aus dem Herz heraus handeln. Weil das sind dann die, die dich vermutlich ändern wollen. Der sagt dir dann genau, was du mit diesen Blumentopf machen musst. Der sagt dir genau, wie du dich musst verhalten musst, wenn dein Porsche nebenan sitzt. Weißt du, wenn man dann noch, oder? An die Oper noch geht und so, oder? Ja, und dann bist du eine Nummer, da bist du nicht 1 und 1, sondern du bist 1,5. Aber das Halbe bist du ganz knapp dann du, wo Ja und Amen sagt. Also, auch das stehen lassen. Es ist einfacher, weil es ist nur eine Frage von der Zeit, bis dort in den Mondsicheln oben auch wieder Platz gibt. Die einen Lehrer haben das Gefühl, sie müssen den Kind beibringen, dass sie möglichst gute Noten heimbringen, dann sind alle zufrieden. Und dann gibt es Lehrer, die nehmen den viel wichtigeren Aspekt ernst und sagen, ich möchte, dass mein Schüler ein guter Mensch wird. Auch wenn er halt vielleicht mal ein Flegel ist, wenn er nicht so tut, wie man sollte. Aber irgendwo ist er 300%ig einer der feinsten Menschen auf dieser Welt, wenn man ihn weiss, wie man ihn nimmt. Und eben selber Mensch ist, der Mensch vorlebt, das Leben vorlebt, ehrlich ist und das auch so überbringt. Nicht nach dem Schulbüchlein, sondern nach dem Menschprinzip. Und dann haben wir das Ziel erreicht. Das ist das, was im Leben raus sein darf. Und sonst ist einfach alles, was kommt, eben auch das, was wir vorher gesagt haben, ja, es ist ein schlechter Aprilscherz. Hör auf, alles zu analysieren. Das Leben ist einfacher, als du denkst. Ja. Es ist einfacher, als man denkt, ja. Nur habe ich gemerkt, jetzt haben wir etwas vergessen. Wir haben dort den Punkt 4 gegessen. Jetzt haben wir stundenlang bei Salami. Vermutlich habe ich eben gerade ein Stück bei Salami im Mund gekommen. Weißt du, ich merke jetzt gerade, ich habe gar kein Vieri auf dem Blatt. Du hast kein Vieri. Nein, aber das höre ich auf alles. Es ist ja der nächste Satz, aber der ist vorher. Wir haben also, jetzt was? Noch nummeriert. Aber ich mache jetzt schnell deinen Job. Ja. Wir machen Jobsharing. Guten Morgen, Christian. Weshalb sind die einen Personen erfolgreich mit der Selbstständigkeit und andere versuchen es immer wieder und es gelingt doch nicht. Frage 2. Weshalb gibt es Menschen, die immer wieder Glück in der Liebe haben? Schon wieder Liebe. Und alles andere, welchen entweder schwierige oder gar keine Beziehung finden. Aber eigentlich auf das haben wir vorher bereits Antwort gegeben. Ausführlich also eben bis dich. Gang auf den Weg.
Und die Selbstständigkeit bedingt nicht Ausbildung bis am Bach runter. Es bedingt nicht irgendwie einfach ein Papier in der Hand zu haben, sondern bist Mensch und es ist egal, was du tust. Und wenn du eine Idee hast und die Idee ist sinnvoll, dann tu es. Letztens hat jemand gesagt, ja weisst du, ich würde gerne Feng Shui-Kochkurs anbieten. Sie hat dann auch angeboten, ob sie es immer noch macht, weiss ich nicht. Ich sage, weisst du, ich finde es eine tolle Idee. Ja weisst du, das ist mir noch wichtig und jetzt mache ich noch Feng Shui-Reisen. Ich sagte, okay, ich finde das gut, aber ich habe das Gefühl, dass das Klientel ist ein bisschen klein, wo eine Feng Shui-Reise will. Aber mach doch etwas anderes. Du tust ja Wohnwagen, Wohnmobil und vermieten im Ausland, in Kanada und so, in Norwegen und Schweden und so, glaube ich. Mach doch das einfach anders. Du Kochkurs anbieten, nach dem Motto, wie kann ich nach dem Feng Shui kochen, in einem Camper. Ja, hey, tu das kombinieren. Gern kochst, du hast gerne Ferien verkaufen, dann biete doch einfach die Kochkurse an. Irgendwann kommen die Leute und finden das cool. Wenn die ja kommen, die haben ja Interesse an Camperferien. Wenn es noch kein Kunde ist, dann tut er vielleicht die nächste Ferie bei dir buchen. Also mach etwas. Ein bisschen Fantasie, ein bisschen frech sein und einfach vielleicht manchmal so sein, wie ein Kind, das viel Blut über das höhere Gras einsäckelt. Es ist ihm so scheißegal, dass ihm das Gras überall beißt und krabbelt. Es hat Spass dabei. Und genau so soll es im Leben aussen auch sein. Hey, geht doch einfach wieder mal in das Leben raus. Macht einfach mal Scheissdreck. Denkt mal an den Schulweg zurück. Macht Sachen, die ihr dort gemacht habt. Wenn ihr es nicht gemacht habt, dann wird es eh allerhöchste Zeit, wenn ihr immer die Brevste gewesen seid. Ich glaube es zwar nicht, aber was soll's? Sagt den Eltern mal, du musst mich im Fall mit dem SUV gar nicht mehr abholen. Ich wollte jetzt mit den Kollegen heimlaufen. Und sonst versteckst du dich halt einfach den hinteren Mecke, wenn die Mutter kommt und laufst mit den Kollegen heim. Gibt dann zwar die Heim ein bisschen Dunkles, aber was soll's, aber hast du etwas erlebt. Und genau so ist es im Leben draußen auch. Also, mach etwas. Ja. Ja, jetzt bin ich gerade im Schuss, weißt du? Gut. Jetzt bin ich am Reden, dann müsst ihr mich reden lassen, wenn ich schon mal rede. Sagen immer alle, ich rede nicht. Hör auf, das Leben analysieren. Lebe es doch einfach. Ich bin auf dem Hirzel oben aufgewachsen. Ist im Fall dort hinten, jetzt sind wir ja unten am See. Dort hinten, dort oben am See, ist der Hirzel. Ja, ich kenne das, Heidi kennt ihr also. Ich kenne den Hirzel, kennt ihr als Heidi. Ich bin nebenan in der Schule. Ich habe höhere Schulbildung genossen. Nein, wirklich. Also ich bin sozusagen in die Highschule vom Hirzel. Das Schulhaus ist auf 700 Meter. Hey, bring mir ein Schulhaus, das auf 700 Meter steht. Das ist eine höhere Schulbildung. Darum meinen alle, wie es auf St. Gallen geht, weil es höher ist als Zürich. Dann sagen die gescheiteren sicher nachher. Ich glaube, ja, kein Mensch. Nein, also... Fahrst du über die Hirzel mit dem Auto, mit dem Velo, mit dem TÜV. Im Zug fährt keiner drüber. Tut mir leid, aber ihr könnt laufen. Es hat einen Weg, wo früher eine Postkutsche durchgegangen ist. Ist im Fall auch wunderschön. Wenn ich über die Hirzel fahre, mit dem TÜV, kommen einen noch vorgehen runter. Fahre dort die Tankstelle her. Gehe dort einen Kaffee nehmen und rufen aus und sagen, du, also die Kurve dort, die habe ich im Fall so nicht schön genommen. Und dort war nur ein Traktor im Weg, das Arschloch. Und das und dies und jenes. Und nein, das grösste Arschloch ist der, der am Kaffee hockt und so einen Scheissdreck rauslässt. Ich sage, weisst du was, hey, saufen einen Kaffee,
das nächste Mal mache ich es eh anders. Es ist keine Kurve, wenn das nächste Mal drüber fährt, gleich wie die anderen. Keine. Ausser zeigst du einen Rennfahrer, Niki Lauda, oder? Er hat ja auch mal gesagt, ich mache nichts anderes, als einfach im Kreis rumfahren, bis er in die Leitplanke reinfährt und irgendein Söhrchen verliert. Ist auch nicht so lässig. So einfach kann es in dem Fall auch nicht sein, obwohl er ein hochintelligenter Mensch ist. Aber wir sind nicht Rennfahrer. Sollte es auf jeden Fall nicht sein, sonst musst du den Ausweis abgeben. Sondern wir geniessen doch einfach jede Kurve. Genau so, wie sie in dem Moment, ich sie angefahren habe mit dem Auto oder mit dem TÜV oder mit dem Velo. Und vergiss nicht, die wunderschönen Bäume, die dort auf den Moränen oben stehen, die Linden anzuschauen, auf dem Hirzel oben gehen, das Käferchen nehmen oder dort in die Höhe raufgehen, dort zu dieser wunderschönen Linde. Einfach mal herzuhocken und rundherum zu schauen und eben den Vögel anzuschauen. Ist viel, viel wichtiger wieder. Das Ausrufen, das Analysieren. Dort hätte ich etwas sollen anders machen, dort hätte ich etwas sollen anders machen. Oder eben, jetzt habe ich den Job gekündigt bekommen. Ja, ich weiss, ich hätte eben das und das auch sollen anders machen. Nein. Man macht immer alles genau richtig, so wie es zu dem Zeitpunkt muss sein. Punkt. Solange du nicht ins Kies raus oder ins Gras rausgefahren bist, ist alles gut. Das ist das Leben. Hört auf, analysieren. Lebt. Es ist viel, viel einfacher, als man denkt. Wenn so eben die Leute zu mir kommen, die eben die ganzen analytischen Sachen über ihr Leben schon hinter sich haben, wie wir es vorher gehört haben, dann gehört es, wenn überhaupt, vom Christian etwas ganz, ganz, ganz Einfaches. Das oder das oder das. Ein Satz, vielleicht zwei Sätze. Und mehr sage ich nicht. Wenn jemand einfach mit einem Viertel ab 8 Gesicht reinkommt, oder respektive drinnen ist, ich bin ja der, der reinkommt, dann sage ich vielleicht am Schluss, mach dir aufs nächste Mal Gedanken, warum bist du so ein glücklicher Mensch? Dann studiert er aber. Dann hat er über das Denken, ja. Irgendwann kommt er aufs Resultat. Das ist so ein Arsch der Frautschi. Ich bin gar nicht glücklich. Dann ist es angekommen. Dann musst du halt etwas ändern. Hallo, lieber Christian. Ja, eine Frage hätte ich an dich. Wie bist du allgemein in deinem Leben mit deinen Unsicherheiten umgegangen? Anders gefragt, mutig, aber unsicher. Das ist jetzt wahrscheinlich gemeint von dem aus, der das selber schreibt. Ich weiß nicht, ob ich mutig bin. Ich habe es einfach gemacht. Ich glaube, die einen Sachen, die ich gemacht habe, haben keinen Mut gebraucht. Es hat manchmal auch einen Schwachsinn gebraucht. Aber genau das hat es gebracht. Am meisten Mut gebraucht hat es vielleicht nachher, wenn man hat können sagen, ja, ich gestehe mir ein, ich kann Scheiße bauen. Ich hätte vielleicht gleich irgendwie sollen die rosa-rote Brille abziehen und die Frau nicht nach 14 Tagen schon heiraten. Ja, ich bin ja nur ein Mensch. Aber ich habe vorher so viele Zeichen gehabt, das glaube ich nicht. Ich bin Eingebungen gefolgt.
könnt ihr euch mal nicht vorstellen. Du. Ja, noch 14 Tage. Ja, und jetzt? Ich habe einen ganz feinen Mensch gesehen. Und den habe ich gesehen, dass der Mensch sich nachher nicht leben konnte, kann ich auch nichts dafür können. Und ich habe dann 3 Monate später auch abgewartet, bis fast Lärmung war. Es hat dann auch Mut gebraucht, ja. Aber es war jetzt halt so gewesen. Die Frau hat dann gesagt, ich sei kein Heiler, ich kenne das eh nicht. Heute ist sie selber Heilerin, sagt sie. Irgendwie lustig, he? Also die haben Mut. Gut. Ich habe einfach gemacht. Ich war mutig, ich habe gemacht. Ich habe Räume gemietet ohne Geld. Depot hätte ich eh leisten. Das war zum Glück nie ein Thema, weil ich gar nicht vorgegeben wegen dem Depot. Ich habe schon gar nicht gefragt, weil ich hätte eh keins zahlen konnte. Aber ich habe gemacht. Erdli. Alle Gefühle sind wertvoll. Ja. In dem Fall auch die positiven. Kannst du einen Mensch sehen und sagen, boah, finde ich einen coolen Mensch. Aber ich habe keinen Mut zum Anpacken oder was auch immer. Sorry, der Ausdruck. Aber ja, ich finde manchmal so geredet. Sondern sagt du dir, lieb Gott, hast du gesehen? Hast du nicht das Gefühl, das würde auch noch zu mir passen? Ich habe mal gedacht, ich war mal verrückt gewesen. Auf ein Velo, mit dem sich auch der urige Scheissköppel ist einfach so streng gegangen, weil es, gut, es ist auch ein bisschen streng aufgegangen. Und hat gesagt, der sich verkaufe jetzt den. Wo ich am nächsten Abend heimgekommen bin, ist das Velo nicht mehr dort gestanden. Wirklich in einer Gegend, wo niemand das Velo klaut. Dann musste ich sagen, ich habe es vorausgegeben. Es war ein wertvoller Gedanke. Okay, das Velo ist geklaut worden. Aber ich konnte mir dann nachher ein E-Bike kaufen. Und die Gefühle, die ich heute erlebe, wenn ich mit dem E-Bike trotz meinem Asthma durch die wunderschöne Gegend wie zum letzten Sonntag, ist gestern gefahren, obwohl ich eigentlich keine Zeit hatte. Ich hatte dafür bis morgen um 2 müssen da. Ein paar Sätze schreiben. Ist voll wahr. Gell, sieht aber noch gut aus, für das ich erst um 2 ins Nest bin. Ja. Hä? Findest du auch? Muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Nein, ich schminke mich nicht. Das nehmen wir jetzt wirklich an. Also. Hey, das ist genau das. Jedes Gefühl, jede. Auch wenn ich mal hässig bin auf jemanden, auf den hohen Scheissköppel hier, es hat gleich etwas Wertvolles. Auch wenn ich auf den Chef hässig bin, wenn er mir irgendwann sagt, du weißt was, kannst du mir jetzt die Schuhe blasen, ja, dann hast du vielleicht das Ziel erreicht. Ist doch gut, ist wertvoll. Und wenn ich halt einfach mal sauer bin und ich bin sogar so mega, mega, mega mutig und mache die Schnurren auf, dann muss man dann nicht erschrecken, wenn es da etwas Positives rauskommt. Darf man im Fall auch. Wie immer sogar. Ich bin erzogen worden von meinen Eltern. Die waren so eine Treue und eine Seele. Sie haben nie gestritten. Gott, erzähle ich mal ehrlich, die haben im Fall nie gestritten. Ich habe im Fall, ich weiß auch nicht, ich habe glaube ich über 30 müssen lernen, bis ich mal anfangen lernen können streiten. Oder umgekehrt, können lernen streiten, das ist ja egal. Ich bin Legastheniker, ich darf mal etwas verwechseln, das startet. Gehört dazu. Was soll's? Ich musste es lernen. Da habe ich dann irgendwann meine Mutter gefragt, Kopf, den ich noch mal, haben die überhaupt nie gestritten? Mama, wir haben ja gestritten. Aber erst, wenn ihr Kind im Nest war,
gesagt, Scheiße. Ich habe nicht gesagt, ich mache das nie mehr, weil ich war die Jüngste, die vier hat jetzt auch nicht mehr gebracht. Ja, streitet. Wir sollen nicht gerade übertreiben, he? Und jeden Abend und so. Ich meine, das denken die Kinder auch, oder? Das denken sie dann auch, die Mondzicheln und so. Also, hey, jedes Gefühl, egal was ist, ist wertvoll. Und wenn du mal traurst, wie ein Hund, ein Büsi, einen Kollegen, einen neuen Menschen verloren hast, weißt du, also, es gehört dazu. Es gehört alles dazu. Wenn es nicht verkraften kann, nimm einen Zettel, schreib es auf. Schreib einfach alles auf in dieser Situation, in diesem Gefühl, in dem Ganzen hinein und verbrenn es. Übergib es. Lauf weiter. Lieber Christian, mich beschäftigen zurzeit die Emotionen, die bisher in mir unbewusst schlummerten. Eben doch. Immer wieder habe ich Probleme mit einer direkten Nachbarin, wo ich auch immer wohne. Ich weiß, dass sie mir ein Spiegel sind für die Probleme mit meiner Mutter. Dafür bin ich den Nachbarinnen auch dankbar, dass sie mir mein Herz öffnen für meine unbewussten Gefühle. Trotzdem fühle ich mich zweigeteilt und manchmal bin ich voller Wut, Trauer, Groll, Ärger und Frustration. Wie kann ich diese loslassen? Ein Teil in mir will, der andere hält sie immer wieder fest. Ich fühle mich im Hamsterrad. Was für falsche Gedanken prägten mich? Ich sehe den Balken nicht in meinem Auge. Oder was will ich nicht hören, da sich mein Gehör verschlechtert? Am Tag kann ich einigermaßen damit umgehen, aber nachts kann ich nicht schlafen. In meiner Ursprungsfamilie wurde viel verurteilt und gewertet. Es ist auch viel Frustration in mir, die ich kenne. Meine Mutter und meine älteste Schwester sind aus Frustration gestorben. Meine zweite Schwester wählte den Freitod. Dabei lebe ich voller Fülle und als Gestalterin meines Lebens würde ich es so gerne ohne Anklage genießen. Wo liegt mein Festhalten? Ich freue mich auf deinen Vortrag heute Abend. Lichtvolle Gedanken. Die Gedanken sind angefangen und heute ist heute Abend. Kommt mir in diesem Zusammenhang etwas in den Sinn, so betrifft liebe Nachbarn. Ich bin einmal meine Kinder besuchen zu Rapperswil. Und dort haben sie eben auch so einen lieben Nachbar gehabt, weißt du noch? Er hat immer über alles gemotzt, hast ja nicht müssen sein Auto am falschen Ort herparkieren und so. Dann bin ich aussen hergefahren, ich wollte noch schnell ein Kind aufladen. Dann hat er oben rausgerufen und gesagt, können Sie nicht die Musik leiser stellen, ich habe selber ein Radio. Dann habe ich aufgeschaut und gesagt, wie weiss ich, dass Sie ein Radio hätten? Dann hätte die Musik schon lange abgestellt, aber ich stelle sie jetzt ab, jetzt weiss ich es. Er hat nie mehr gemotzt. Oder der Nachbar mal sagen, hey, du bist so ein liebensvoller Mensch. Weißt du, wie schreckt die? Die weiß ja selber, dass sie so eine Piste ist. Das haben dir vermutlich schon viele gesagt, wenn sie überhaupt Mut gehabt haben. Sag doch, dass die liebste, tollste Frau ist und bring ihr irgendwie einen Rübchenkuchen oder irgendwie so etwas. Ja, nach dem Motto rührt er auch wieder mal einen Stein in den Garten. Kannst du ihn noch einbachen, den Stein? Oder einen Schweißdraht, wie wird das Keks mit in der schickst? Oder was hat man da damit gemacht? Hat meine Mutter damit gemacht? So ein Keks, so ein wunderschönes Schokokeks hat sie gebacken und so. Etwa drei Schweißdrähte einbachen. Die Kollegen haben schön gelacht, aber sie haben Spass gehabt schlussendlich. Und die Mutter hat sich ranzenvoll gelacht. Obwohl sie eigentlich im Leben auch nichts zu lachen hatte. Weißt du, also entweder tun wir die Wohnung künden und weiterlaufen oder sagen dieser lieben, tollen Frau, was für eine liebe, tolle Frau das sie ist. Und dann gehen wir einfach deinen Weg. Sagst du, ich lebe mein Leben voller Fülle und Gestalten meines Lebens.
Ja, also, wieso soll man denn, was soll man denn irgendwo den Frust, der einem vorgelebt worden ist, von denen, die schon gegangen sind, mach es doch einfach anders. Sieh es doch einfach anders. Mein Vater, der mal schwer krank war, und ich bin ihn besuchen im Spital mit dem Kind. Er hat nicht gesagt, was er hat. Er hat nie etwas gesagt diesbezüglich. Wir haben gewusst, dass er nichts muss sagen. Das Kind hat er einfach gesagt, ja, ich bin jetzt einfach nicht so zweig. Ja. Also, dann lassen wir doch die, die einfach nicht so zweig sind, wünschen ihnen alles Gute und sagen, ich darf es anders machen. Ich habe ganz vieles anders gemacht, weil ich es vielleicht nicht gewusst habe oder weil ich vielleicht anders nicht haben können. Aber ich habe gemacht. Ich bin kein mutiger Mensch. Wenn ich weiss, wenn ich dort mit dem Velo runtergefahren bin als Kind, mich auf die Schnur gehen, dann, ich weiss nicht, habe ich das Velo lieber vorher gestossen. Aber einmal hat die Mutter hat schon noch gelacht, als ich von zuoberst bis zuunterst voller Dreck war, weil ich in den Schlamm hineingefallen bin. Und ich hatte ein riesen schlechtes Gewissen, weil sie gesagt hat, jetzt muss man deine Kleider schon wieder gewaschen. Nein, es ist nicht die Reaktion gekommen, sie hat den Ranzen voll gelacht. Und das habe ich wunderschön gefunden. Also, hey, mach einfach das, was die anderen machen, nicht. Mach genau das Gegenteil. Ignoriere das oder du überhaupt einmal erkennen, was hat man dir vorgelebt. Und mach einfach das Gegenteil. Mach einfach das Gegenteil. Und vergiss nicht, schau in den Spiegel, ich liebe mich. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin so ein mega toller Mensch. Hey, ich habe mich im Fall gehasst früher. Nein, also, alle anderen haben ganz normale Lippen gehabt, dann haben sie die Lippen sogar reingenommen, hat man können meinen. Und ich hatte so grosse Lippen gehabt und ich habe mich so doof gefunden, weil ich das Gefühl hatte, niemand hat so Lippen, ich finde mich scheiße. Ich habe mir das eingeredet, dass ich mich scheiße finde. Ich habe es sogar geglaubt. Irgendwann, ich weiß es auch nicht, ich glaube, ich war, glaube ich, 35. Ich habe mit 32 mal irgendwie gemerkt, wer ich überhaupt bin. Ich habe mit 35 habe ich es dann vielleicht geglaubt. Also es geht, ist auch mir nicht anders gegangen, als es manchmal euch geht oder nicht anders gegangen ist oder nur geht. Mit der Tour nicht anders. Ich kann dann irgendwann anfangen, in den Spiegel zu schauen. Ich liebe mich. Ich liebe mich, ich bin okay, so wie ich bin. Irgendwann, ich weiß nicht, 100.000 Mal habe ich es gesagt. Eines Morgens habe ich in den Spiegel geschaut. Da habe ich gesagt, und so verkrugelt, Christian, wie du heute Morgen aussiehst, ich liebe dich trotzdem. Und dann ist so ein Lächeln ins Gesicht gekommen, im Fall. Nach tausende Mal, als ich es gesagt habe. Und dann ist es angekommen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, und wenn meine Fresse jemandem nicht passt, ist mir das so scheißegal. Ich bin so, wie ich bin. Wenn meine Nase jemandem nicht passt, auch in der Praxis, sorry, ich bin, wie ich bin. Warum bin ich, wie ich bin? Dass der, der reinkommt, respektive zu dem, wo ich reingehe, ich gehe ja erst nachher rein, gehe zuerst rein, wird von der Assistentin reingebracht. Ja, und überhaupt, das Leben ist auch kein Abrisscherz. Meine Assistentin hätte auch da sein. Sie ist jetzt leider im Spital, das Ende. Ja, weil sie früher halt einfach, ja, auch weil sie sich reingefressen hat und einfach immer die Liebe und die gut war. Heute ist das okay, aber sie soll einfach sich sein.
Und das ist sie auch. Und sie sind noch nie so wie sie in ihrem Leben wie heute. Weil sie einfach irgendwie das Gefühl hat, sie hat wirklich einen super Job. Und ich denke, sie hat einen coolen Chef. Gut. Also Chef bin ja nicht ich, das ist der da oben, weißt du, im Fall. Aber ich bin, glaube ich, auch nicht schlecht als Arbeitskollege. Aber ja, so spielt das Leben. Jetzt ist sie halt im Spital und jetzt haben wir die... Das müssen machen, was müssen gemacht werden. Sie macht sich ein Gewissen, ich habe geschrieben, nein, musst du kein Gewissen machen, einen Blumenstrauß geschickt und sagen, du kommst dann wieder, wenn es so weit ist. Und wir haben das ganz gut geschafft heute. Ja, ich rede eh nicht, die Assistentin war auch nicht da gewesen, zum Reden. Aber dafür haben wir jetzt heute Abend den Vortrag. Ich habe jetzt ein Kontingent von etwa 200 Leuten, die ich aufbrauchen kann. Und bis dann muss ich dann aber wieder arbeiten. Also, wenn du isst, genieße jeden Bissen. Das haben wir. Das war ja, so gleich, sein, dass der Vorhang auf ist vorher. Und ist, Marco, ist es egal gewesen, dass er genau in dem Moment, wo er dort das Blatt 4 hätte müssen führen, dass er genau dann den Salami verschluckt hat? Er hat es genossen. Was haben wir denn noch mehr wollen? So ist das Leben. Geniessen das, was ihr esst. Egal, was es ist. Ich kann zu meinen schlechtesten Zeiten, bin ich mit denen Servola posten. Ich habe die angebrötelt. Ich habe ganz billige Tomatensauce genommen, habe das drunter gemischt mit ein bisschen Böllen drin, habe einen Teller Pasta gemacht und das drüber da. Meine Kinder, wenn ich da schaue, die sind gross und stark geworden. Und die haben es im Fall mega gern gehabt. Und die haben den Spruch, der an der Wand gehangen ist, in der Küche ernst genommen. Wenn du essen willst, musst du den Koch nicht beleidigen. Sie haben aber auch keinen Grund gehabt. Ich habe es im Fall auch gern gehabt und sie, ja. Also. Es ist egal. Da kannst du aus nichts etwas machen. Ich meine, heute kriegt man auch Bananen in Schock rein und auch die Schocki-Bananen. Und in vielen sieht man das glänzige Augen, wenn sie das essen. Ist doch okay. Ist ja Früchte, es ist ja gesund. Schocki macht glücklich, was soll's? Soll es dann aber auch eine gute sein? Und ich finde das völlig okay. Ich habe im Fall sehr gerne Schocki. Das stimmt, das ist schon lange nicht mehr. Feine Schokofibre gebracht, weißt du, so feine, weißt du noch? Das Zeitli haben wir hure viel bekommen, nachher müssen abnehmen, aber so die Lederachschokki im Fall, hey. Hey, die ist im Fall, weißt du, gut. Nein, also, du glaubst es nicht, das ist im Fall wirklich gut. Und dann ist die ist auch gesund, weil wenn sie gut ist und mich die glücklich macht, dann ist die gesund. Also geniesse ich immer jeden Biss, ich darf einfach die Heidi heim haben, sonst. Ja. Wir haben wirklich schon lange keinen mehr bekommen. Ich darf sie auch nicht selber kaufen, sie wird nicht alt. Und Maggie hat das mit ihren, nicht Gummibärchen, mit ihren Lakritz. Ja, nur. Das hört das strahlen. Hey, so ein kleines Stückchen Lakritz. Glaubst du es nicht? Dass das von einem Lächeln ins Gesicht geht. Lass sogar mich links liegen. Du weißt, so ein kleines Stückchen gegen so einen grossen, okay, Mann. Musst vielleicht du etwas nachdenken, oder? Ja, also. Essen sind Gefühle, sind Emotionen. Der Salami, der aus dem Südtirol gekommen ist, der Hobelkäse, 4 Jahre gelagert im wunderschönen, schönen Ried, wo mein Vater aufgewachsen ist, im Saanenland, mein Heimatort ist. Geniesse jeden Bissen. Du musst auch nicht jeden Hype mitmachen und das Gefühl haben, ja, bissen gut, hab Spass beim Essen. Einfach mal. Das kann ja einfach mal ein Servola sein.
Es muss ja nicht unbedingt ein Veggie-Burger sein. Nein, es soll jeder das essen, was er wirklich gerne hat, aber er soll es wirklich gerne haben. Und nicht, weil man es macht und weil es ein Hype ist, sondern weil es mega gut ist. Wenn du atmest, zieh das Leben in dich hinein. Ja. Das kann ich gut sagen mit meinem Asthma. Aber selbst dann, wenn es vielleicht einmal ein wenig Leben hat, das bisschen genieße ich auch. Und wenn es dann wieder ein bisschen mehr Atem hat und Weg hat und Leben hat, dann genieße ich es umso mehr, aber mach's. Kannst du in diesem Moment verfluchen? Kannst du denken, es hängt die ärmste Sau auf der ganzen Welt und es geht so schlecht? Es nützt dich nichts, es bringt dich nichts, es bringt dich nicht weiter. Ich habe manchmal habe ich getrickst und gemacht, dass man es nicht merkt, dass ich keine Luft habe. Ich bin irgendwo, wo ich nach meinen schlechten Zeiten in meinem ersten Praxisraum kam, habe ich geloten. Es war ein steiler Steg rauf. Da bin ich manchmal eine halbe Stunde früher gearbeitet. Und dass ich schön easy, relaxed war, wenn die Klienten gekommen sind. Nach dem Motto, halt das bisschen Luft, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, habe ich genossen und ich habe das Gefühl, ich habe es aktiv eingesetzt. Und das ist viel, viel wichtiger. Also, ich habe einen Kalenderspruch zu Hause, wo man liegt, und dann tue ich 100 Mal auf dem Pult hin und her schüngeln. Der heisst, atmest du, lebst du. Punkt. Wenn du denkst, denke deine eigenen Gedanken, egal was andere denken. Ja. Denk deine Sache zu etwas und tu so handeln. Denk nicht so, wie eventuell eben die Vorfahren denken, ja, aber das kann man doch nicht. Du kannst doch jetzt deinen Job nicht schmeißen. Hast du einen anderen? Du kannst doch die Wohnung jetzt nicht künden. Ja, ist das schon eine? Ja, aber. Nein, es gibt kein Aber. Und wenn ich ehrlich bin mit mir, und ich denke, der erste Gedanke, das ist der, das bin ich. Wenn ich sage, ich wollte jetzt ein Rucola Salami abschneiden, mit dir ein bisschen blödeln, egal, ob du dich verschluckst oder nicht, dann soll ich das machen. Wir haben das gemacht, Marco. Mhm. Viele sagen sich immer, wie kannst du das? Kannst du einfach Herstand machen? Ja, ich kann nichts anderes. Ich kann nicht Herstand und wie die Politiker zu Bern oben, meine sehr verehrten Damen und Herren, und dann lesen sie etwas ab. Die Leute können es nicht anschauen, weil sie müssen da lesen, was da der Sekretär oder wer auch immer geschrieben hat. Ich habe das Gefühl, das käme an. Ich mache mir Gedanken, wie in welcher Reihenfolge mache ich etwas. Und dann mache ich. Ich habe nur bis am Morgen um 2 müssen arbeiten, gestern Nacht, und das, dass ich ein bisschen die E-Mail schüngeln konnte. Aber geschrieben habe ich sie nicht, das haben sie mir ja geschrieben. Also, ich habe ja einfach etwas daraus gemacht, aber ich habe es gemacht und jetzt machen wir. Mhm. Wieso muss immer alles genau so sein? Die Frau hat schon gesagt, bist du auf dem WC gewesen? Nein, du kommst erst ins Bett. Schlaf weiter. Ja, Schlaf ist wichtig. In dem Moment einfach, oder? Weil ich kann ihn dann auch, also ich meine, ja, also.
hey, dein erster Gedanke, das, was du machst. Das, was du denkst, hey, das ist das Richtige. Haben die das Gefühl, gestern Abend wüsste ich, was ich heute schnurre? Nein, wieso? Aber ich mache. Ich glaube, nicht schlecht. Ich glaube, es ist noch keiner rausgelaufen. Mal jemand aufs WC vor, aber sonst noch. Hast du jemanden gesehen, rauslaufen? Nein. Eben? Ich glaube nicht. Also, jetzt müssen wir ja vielleicht sagen, natürlich sagst du, du bist jetzt nicht so akribisch vorbereitet, aber du hast natürlich irgend in dir drin ja etwas gehabt. Also das müssen wir ja klar sagen, was der Christian jetzt so liefert, das erfindet er jetzt ja nicht gerade einfach so. Nein. Ich habe 58 Jahre erfahren. Eben. Das Leben, ich habe das Leben erfahren. Und ich habe meine Ages. Da, meine Augen. Offen. Meine Öhrchen habe ich eben offen. Und auch wenn ich nicht immer alles gern gehört habe, aber dafür habe ich heute auch noch kein Hörgerät. Hä? Ich habe zwar 200 Meter ob der Phonak gewohnt bis letztes Jahr, aber. Nein, ich bin nicht runtergelaufen und gesagt, weißt du, weil wir gerade so nahe sind, oder wir weiß auch nie, oder? Nein. Wenn ich ehrlich bin mit mir und alles will hören, was ich höre, auch wenn einmal jemand wüst ist mit mir oder so, ich liebe ihn trotzdem. Wir sagten, lieb Gott, liebe deinen Nächsten. Nicht nur die Nachbarn, auch die anderen. Also hey, heb deine eigenen Gedanken, scheißegal, was die anderen denken. Ist egal, was der Nachbar sagt, die Zeiten sind eh schon lange vorbei. Der Dorfpolizist und der Pfarrer und der Lehrer, das sind nicht mehr die Bezugspersonen heute. Heute ist es Facebook, Instagram und. Oder was ich. Ja, wir können es wirklich fast meinen. Hallo Christian. Ja. Mich würde Folgendes interessieren. Ja. Liebe Partnerschaft. Einfach ist es ja bekanntlich nie. Nein. Man entwickelt sich. Umstände verändern sich. Bis wann soll man daran arbeiten und ab wann soll man loslassen? Was würdest du empfehlen? Manchmal ist Davonlaufen einfacher, als daran zu arbeiten, und manchmal ist Loslassen klüger, als Zeit zu verschwenden. Ja, aber manchmal ist gerade Vergangenheit eine hohe Nacht hinein reinsickeln. Das musst du dann also wissen. Also, welche Umstände müssen sich dann verändern? Die Umstände, die müssen verändert werden, wenn es nicht stimmt. Sie müssen einfach vorher verändert werden, bevor man dann eben in den Umstand ist. So einen Satz kannst du nicht gestern Abend gedacht haben, oder? Ja. Ich habe jetzt aber einen Uhr gefunden. Ja, ist jetzt, also gefunden. Ein sehr guter Satz. Ja, wirklich. Also, oder? Also, wie lange soll man oder muss man daran arbeiten? Keine Sekunde. Aber wirklich keine Sekunde. Wieso muss man irgendetwas arbeiten, das man einem auferlegt hat? Der wartet das, der wartet das oder der wartet das. Nein. Alles, was du darfst, ist an dieser Arbeit arbeiten, wo dir der Chef vor die Nase legt und du machst es gern, dann sollst du sie arbeiten und dann sind alle glücklich. Aber wieso müssen wir immer uns arbeiten? Wieso müssen wir, wenn das so heißt, weißt du, das ist eine Arbeit. In diesem Buch ist gestanden, du musst das und das. Ja, logisch, es ist Arbeit. Aber du kannst ja einfach hersitzen und sagen, ich bin jetzt einfach mich. Und wenn mit mir einer ein Problem hat, ist es nicht mein Problem. Hat mir mal ein Velohändler gesagt, ein doppelter Skorpion war. Ich habe gesagt, oh, du bist aber nicht kein Einfacher. Wie ein Skorpion. Und nur ein Einfacher. Und dann hat er gesagt, ich habe mit mir noch nie ein Problem gehabt. Hey, ja, genau so soll es sein.
Wenn du mit mir ein Problem hast, heisst es noch lange nicht, dass ich mit mir jetzt auch weiss, was habe. Also, dann muss ich ja nicht arbeiten. Kann ich ja gerade wieder ein Stückchen Salami essen oder feinen Oberkäse. Also, was soll's? Das ist das Leben. Was würdest du empfehlen? Eben. Bist doch einfach dich und lass die anderen anderen sein. Kannst du es ja trotzdem lieben, aber weißt du noch lange nicht, das musst du an dir arbeiten und so sein, wie die anderen das von dir erwarten. Ganz viele machen 100'000 Ausbildungen in irgendwelchen Sachen und fangen nie an mit wirklich arbeiten. Wir sind immer noch dran mit sich arbeiten, respektive eine Theorie arbeiten, die mir irgendjemand auferlegt hat und irgendwo in einem Büchlein steht. Nein, das bringt es nicht. Da bin ich lieber so, wie ich bin. Und der liebe Gott hat mir zum Glück Legos Deni geschenkt. Und hat gesagt, du Christian, du kannst lebenlang nie Bücher lesen, und sie sind spannend und bildlich geschrieben. Mickey Mouse oder was auch immer. Nein, oder Globi sind im Fall auch sehr gut gewesen früher. Alles, was ich gelernt habe und was ich erzähle und was ich nur habe ich erfahren, weil ich so bin, wie ich bin. Gestern Abend, oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr, ist irgendwie so eine Doc-Sendung über Autismus. Und es gibt ja Autismusforscher und. Und das grösste Problem, wenn man die gesehen hat, wenn man die Eltern gehört haben, das grösste Problem, das sie hatten, war einfach, sie hatten Mühe, ihre Kinder so anzunehmen, wie sie sind. Und dann muss man forschen, wie man das Kind kann verändern kann, dass es, wenn möglich, weniger autistisch ist und mit der Hand nicht nur so macht, sondern so macht. Das ist im Fall tatsächlich wahr, das haben sie im Fall erzählt. Eine hat gesagt, meine Tochter hat sich so entwickelt, früher hat sie so gemacht. Und nach dieser Therapie, wochenlang, 3 Tage in der Woche Therapie, hat sie so gemacht. Nach dem Motto, sie hat das Gefühl, sie nimmt dem am Leben mehr teil. Wenn sie so macht, kannst du nur so. Ist ein bisschen hinverbrannt, oder? Ich kenne aber ganz wertvolle, tolle Eltern, die einfach mit ihrem Kind kommen, das Kind geniesst, wenn sie da fern liegen. Das Kind gibt ihr so ein Strahlen. Es gibt ihr so ein Lächeln. Hey, das ist so ein wunderbarer Mensch. Da soll mir noch einer sagen, die Autisten, wirklich auch die ernsthaften Autisten, soll mir noch einer sagen, die seien nicht glücklich? Ich weiß was. Doch. Ich weiß, wie viel habe ich schon gehabt, die zu mir gekommen sind. Christian, geht es meinem Kind gut? Jetzt schaut dein Kind an, das Lachen, das Strahlen. Weißt du was, die Seele hat das so wollen und sie ist sich und sie lebt sich, Punkt. Nimm sie so an. Du dein Leben so gestalten, dass ihr es irgendwo ein bisschen harmonisch habt. Aber fang doch nicht an mit irgendwelchen Medikamenten, wo irgendwo die Hirnströmungen sollten verändern, dass sie eben so machen, anstatt nur so. Geht es überhaupt noch? Nein. Sie haben gesagt, ja, wir sollten die viel mehr unterstützen. Die Mutter hatte eine Pharmaaktie. Die haben gesagt, ein autistisches Kind kostet in ihrem Leben 15 Millionen. Wenn man das Kind einfach so nimmt,
wie das Kind ist. Scheißegal, wie es ist. Kostet es nicht mehr und nicht weniger wie jedes andere Kind. Dass das Kind nicht günstig ist, das weiß man. Aber das finde ich auch schön. Und die kostet genau gleich viel. Und die sind genau gleich viel wert wie jeden anderen auch. Und da muss man nicht forschen und die anpassen und weiss nicht was. Finde ich sowas von daneben. Sicher gibt es schwere Fälle, logisch. Und überhaupt, im Fall, ich bin wirklich nicht gegen die Schulmedizin, gell? Ich wäre auch schon lange verlegt, hätte ich nicht meine Medikamente, die mir behilflich sind, dass ich meine Atemwege frei bringe, wenn ich es brauche. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem. Aber irgendwo hat der liebe Gott alles gut gemeint in der Medikamentenentwicklung, dass er da viele Leute und Professoren und Doktor erschaffen hat, finde ich auch okay, aber es soll einfach nicht nur zum knallharten Business werden, wie es halt leider so ist, wie man sie in unserem Gesundheitssystem, wo eigentlich mehr ein Krankheitssystem ist, weil das System selber krank ist, halt so ist, was soll es. Also, jeder Mensch so wie er ist, auch ein Autist oder wer auch immer, ist goldig und viel, viel, viel mehr wert als manches, wo das verändern will. Ja. Wenn du gern einfach nur zum Himmel schaust, leg dich hin und schau den Vögeln in den Arsch. Ja. Was soll ich da noch sagen? Muss ja nur schauen. Muss einfach schauen, wenn etwas Säufel oben runterkommt. Das ein bisschen. Du weißt, was ich meine, aber. Ja. Mir hat einmal eine gesagt, wo ich im Sommer auf der Alp ist und nur irgendwie so dort in der Alp oben gekocht ist, mit ihren Rindli und Kälbli oder was gewesen sind. Hat sie gesagt, wenn du einfach mal dort oben hockst und einfach mit dir alleine dort oben hockst, ja, dann schaffst du. Ist nicht so einfach. Aber es tut mega gut. Ich möchte keine Minute, wo ich eben auch nur an See liegen konnte und den Vögel anschauen konnte. Ich konnte nicht einmal in der Body liegen, hätte ich nicht zahlen können. Ich kann jede Minute, jede Sonnenstrahlen, die ich dann noch aufgenommen konnte. Das hat mich irgendwo weitergebracht, respektive auf meinem Weg weitergebracht und näher zu mir. Ich hatte früher schon immer Gabriolet. Ich habe aber die Vögel haben mich nicht gehört, pfeifen, wenn ich mit dem Gabriolet als manchmal als knallharten Unternehmer durchgefahren bin. Aber nachdem, dass ich nur diesen Vögeln angeschaut habe und nichts mehr anders machen konnte, habe ich die Vögel wieder gehört, auch wenn das Gabriolettdach zu war. Wo man dann irgendwann wieder Reisen können leisten. Irgendwann habe ich 6200 Franken auf dem Konto gehabt. Und habe ein Audi-Gabriolet gekauft und runtergemertet für 6'000 Franken. Ich habe Gesundheit, ich habe nachher immer noch 200 Franken gehabt. Und das hat mir so viel getan. Es war so etwas Gutes für mich, für meine Seele. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Luftmensch, ich bin ein Lichtmensch, ich brauche das. Und das hat mir so viel gebracht. Ich habe mein ganzes Vermögen in das Auto investiert. Ein paar Minuten später habe ich es zurückbekommen. Einfach, weil ich mich war. Ich habe es nachher rausgetragen. Ich habe das
ins Leben herausgetragen, was mir gebracht hat. Und habe es gelebt. Hallo Christian. Ich freue mich und bin sehr gespannt auf den morgigen Abend. Fragen habe ich eine ganze Menge. Was kann ich tun, dass Facebook nicht an erster Stelle, sondern an zweiter Stelle spannend ist? Eben doch. Ja. Haben wir es gerade davon. Wie komme ich mit meinen Gefühlsschwankungen ins Reine? Wie Trennungsgedanken und eine Stunde später Verlustängste. Ich wünsche dir einen relaxten Sonntagabend. Den habe ich gehabt. Nein, relaxed ist ja nicht ganz gleich. Ich habe einen Krampf gehabt. Ich meine, die E-Mail müssen sortieren bis morgen um zwei, aber nein. Aber ich hatte es am Nachmittag in relaxed gehabt. Und sie vermutet, dass das Mail geschrieben hat. Wie mache ich, dass ich an erster Stelle komme vor Facebook? A. Die Härtetour, Computer zum Fenster rausrühren. B. Die bisschen elegantere Tour. Knopf drücken, abschalten. Spiegel schauen, ich liebe mich. Ins Leben rausgehen, durch Vögel hinausschauen. Das Rugeli Salami essen, nicht gerade ganz, wird mir wieder zu dick und dann ist auch wieder nicht recht. Und dann macht man sich erst recht ein schlechtes Gewissen, wenn man dann eben den Freund dort rauf, die Sichel rein schickt und dann nachher noch Verlustängste bekommt. Nein, sicher ist es doof, egal was man verlässt oder von was man sich trennt. Es ist wirklich egal, was es ist. Es ist immer blöd. Aber man darf es einfach machen. Aus Überzeugung, ich mache den richtigen Schritt. Nicht studieren, was ist falsch, sondern ich mache den richtigen Schritt und ich bleibe dabei. Es ist ein Weg. Es gibt nie einen falschen Weg. Der falsche Weg ist nur, wenn du keinen gehst. Umweg gibt es, das gehört dazu. Da hatte ich ein paar Mal. Du musst einfach genug schnaufen, dass die Umwege auch magst schaffen. Was soll's? Aber auf der Umweg lernt man am meisten. Das sind immer die, die am spannendsten sind. Eben, mit dem Schulweg und so. Die längsten Schulwege, wo wir die Krise geklaut haben und halt eben nicht gerade haben können heimsäckeln, weil wir zuerst vom Bauer davon säckeln mussten. Das waren die spannendsten. Und genau so ist es im Leben auch. Also, klauen dich mehr Krise, machen jemanden einmal einen Umweg und dann geniessen die Krise. Die geklauten Krise sind immer die besten. Und dann laufen vorwärts, wenn ihr dann heimkommt und sagen so, ich komme an erster Stelle. Mit dem Freund wird es ja nicht viel anders sein. Da wird man von mir eben auch an 2., 3., 137. Stelle kommen. Sonst würde es ja stimmen. Also, kündigen. Dort, wo es zu kündigen gibt. Ohne Umweg. Ohne 100.000 Begründungen. Das Telefon, ein Brief. Oder eben. Search Messenger System. Genau. Öffne deinen Geist, deine Arme und dein Herz für neue Menschen und Dinge. Unsere Unterschiede sind wertvoll und inspirieren uns, uns selbst zu sein. Also, bist einfach dich. Schaust, dass nicht einmal Glück in die Arme läuft, der seine Arme auch ausgestreckt hat und pro forma sein Herz geöffnet hat, obwohl es das Ganze zu ist. Sondern bis einfach dich, bis bei dir. Öffne deinen Geist, heisst ja, kannst du auch ein bisschen studieren. Du musst ja nicht nur auf den Porsche schauen, du kannst auch schauen, ob es auch ein bisschen, ob ein Mensch drin sitzt. Weißt du, bin ich, wo beim Porsche auch ein Mensch aussteigt.
Und nicht nur einfach jemand. Also hey. Und dann, wenn dann wirklich ein Mensch aussteigt, dann ist es eigentlich auch egal, ob es ein Porsche oder ein Fiat 500 ist. Dann kannst du deine Arme ausstrecken. Und dein Herz öffnen. Das, was du tust, mach das mit Liebe. Mach es mit ein bisschen Verstand, aber einfach irgendwo auch mit ganz viel Verspieltheit, eben wie ein kleines Kind. Und dann bist du dir selber am wertvollsten und kannst dich auch am meisten dich sein, sich selbst sein. Nach dem Motto, ich liebe mich in meinem So-Sein. Hallo Christian, ich habe zurzeit die Nase voll. Das heißt Stirnhöhlen verstopft, was mich schlecht atmen lässt, Druck im Kopf ausübt, sprich Kopfschmerzen von früh bis spät. Ich inhaliere Thymian-Tee, bestreiche meine Lymphen, schnüze alle 10 Minuten meine Nase frei. Es kommt immer grüner Schleim. Dazu mache ich Nasenspülungen mit Salzlösung. Dieses Übel holt mich immer im November zur nasskalten Jahreszeit ein oder dann um den Frühlingspunkt, schön sauber jedes Jahr. Die Schulmedizin sagt, man könne die Nasen- und Nebenhöhlen so quasi ausbohren, um den Durchlass zu vergrößern, was ich unter keinen Umständen tun werde. Vielleicht hast du mir einen Tipp oder Rat. Danke und freue mich auf morgen. Stirnhöhle, Schleimhäute, Druck im Kopf. Stirnhöhle sind sich selber zu wenig annehmen, sich selber zu wenig sein. Das heisst, wenn ich mich bin, auch aber wiederum Angst habe, genüge ich, bin ich gerecht, werde ich angenommen, werde ich geliebt und. Werde ich nicht zurückstoßen, Angst vor dem Zurückstoßen habe, mache ich das Richtige, denken, viel zu viel studieren, eben. Das muss man, das sollte man und das sollte man. Der Mensch da, wenn ich gespürt, weiß, was hinter dem Mensch ist, mehr. Wenn ich also ein Mail lese, wenn ich ein Mail sehe oder wenn sich jemand anmeldet, spüre ich den Mensch. Und dann hat es mich Wunder genommen, was macht der Mensch? Ich habe dann auch den Mr. Google gefragt. Bin dann auf eine Homepage gekommen und habe mir jetzt sagen, weißt du was? Ich finde es absolut genial, was der Mensch macht. Er schafft mit der Natur. Er schafft mit Sträuchern, mit Gräsern, mit Platten, mit dem, einfach alles, was die Natur hergibt. Macht Naturgärten, macht wirklich die wunderschönsten Sachen. Da habe ich noch gesehen, dass seine Frau auch noch etwas Wunderschönes macht. Sich mit Heilkräutern beschäftigt, Heilkräutergärten gestaltet und kreiert und macht, die er dann umsetzen und so. Und. Und ich müsste sagen, weißt du was? Du lieber Mensch, du machst so fantastische Sachen, aber du weißt es nicht. Bist du, bitte, bist du endlich bewusst? Nimm mal all von dem, was du gemacht hast, all die Bilder führen. Druck es aus, projiziere es an die Wand oder was auch immer, schau es auf dem Bildschirm an. Und geh mal einfach zurück und schau das einfach mal an und sag, weißt du was? Es ist sowas von geil, was wir da gemacht haben. Du musst ja nicht einmal von dir reden im ersten Moment. Es ist so cool.
Und so wunderschön, was der Mensch da auf dem Bild, der das gemacht hat. Und das wird das grosse Problem sein von dem Mensch, dass der sich selber nie reflektiert hat und wirklich nie hergeschaut hat, sondern sich zuerst Gedanken macht, hoffentlich wird es nicht zu teuer, hoffentlich mache ich es richtig, hoffentlich haben dann die Leute auch Freude, was ich tue, und. Weißt du was, lieber Mann oder liebe Frau oder wer du auch immer bist, hör auf denken, ob du das Richtige machst. Ich habe ganz wenig gesehen, ich habe dich gespürt. Du bist so ein geniales Ich. Echt? Hey, mach's. Mach's mit Herzblut. Und verlang deinen Preis, den du wirklich musst haben. Aber mach. Hör auf zu zweifeln. Weißt du was, hast keinen Grund. Ich kenne dich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich dich kenne. Ich kann sein. Mein Name hat gesagt, Namen sagen mir nichts. Machst es absolut genial. Echt. Ich bewundere das. Ich bewundere, wenn irgendjemand etwas macht. Egal was. Ich finde das einfach absolut genial. Wenn man es einfach tut. Wie die Frau ganz am Anfang, glaubt, das erste Mail. Hey, die macht geniale Sachen. Mach's und verlang deinen Preis. Hör auf studieren, ist es richtig. Hör auf studieren, wenn es mich so nehmen oder nicht. Es ist so scheißegal, wenn du den Auftrag nicht überkommst. Dann gibt es einen besseren. Es gibt einen schlechteren Auftrag. Es ist egal was. Aber mach. Mach. Du machst nichts falsch. Du hast keinen Grund, an dir zu zweifeln. Aber gar keinen. Sonst kann dir der Frau vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Ich bin überzeugt. Geh auf die Reise deines Lebens. Ohne Wegweiser, denn das ist der Weg. Du brauchst kein Ziel, sondern deine Füße. Punkt. Mehr muss man gar nicht sagen. Geh auf deinen Weg, für das hat dir der Herrgott Liebe. Schöne Füße geben, egal ob es 45 oder 39 ist, aber geh. Ich hätte noch eine Frage. Warum haben wir körperliche Gebrechen oder werden krank? Die einen Diskushernie oder Krebs. Was will man einem damit sagen? Freue mich auf morgen. Es gibt wie viele Erdbewohner? Weißt du das, Marco? Ich weiß es nicht. Was sind wir? 7,5 Milliarden ungefähr. So etwas, glaube ich. Ist ein gescheiter Sieg. Ich weiß es nicht. Plus, minus, so genau weiß ich es auch nicht. Ich hätte gewusst, wo anschauen. Eben. Also, für Krankheiten, für Gebrechen oder was auch immer, wenn das eine das andere wehtut, egal um was es geht, gibt es 7,5 Milliarden mögliche Möglichkeiten. Für das ist der Abend zu kurz. Wir müssen nicht alles ergründen und erforschen. Lebt und geht weiter. Das Leben dreht sich um die Menschen, die du triffst und Dinge, die du mit ihnen erschaffst. Ja, sind einfach euch. Ändere deine Einstellung zum Thema Geld und Einkommen. Haben wir besprochen, haben wir gesagt. Du kannst mit jedem Job etwas bewirken und gutes Geld verdienen. Ich habe auch mal gesagt, ich kann nicht Heiler sein. Ohne gewusst, dass ich die Fähigkeiten habe. Ich habe gesagt, du, ich muss Familien ernähren. Ich muss
das und das und das und das finanzieren. Das kann ich nicht. Ich kann da irgendwie 2 Stunden irgendjemandem rummachen für 70 oder 80 Franken. Und dann habe ich es dann auch nicht gemacht, weil ich halt die Einstellung nicht hatte dazu. Bis zu dem Tag X, wo ich das dann wirklich gemacht habe, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, weil das dann noch das einzige Kapital war, das ich hatte. Von dem Moment habe ich gesagt, eine Behandlung kostet 150 Franken. Das Thema Geld ist jetzt für mich abgeschlossen. Ich mache es, weil es meine Aufgabe ist, weil es mein Weg ist. Und alles andere interessiert mich nicht. Also, ich habe das Thema zu keinem Thema mehr gemacht. Ich bin einfach meinen Weg gegangen. Ich bin einfach dich. Mach dich frei für das, was du möchtest machen. Und auch wenn du eben, wie gesagt, den Job musst kündigen oder was auch immer. Also zieh los und erschaffe etwas. Life is too short. Das Leben ist zu kurz. Also lebe deinen Traum und teile deine Leidenschaft. Irgendwo ist nur der Satz dazwischen, verletzt dich jemand, ist es nur ein Zeichen von Hilflosigkeit, Angst, Unsicherheit des Menschen. Nein, den habe ich es ausgeschrieben. Genau, also, der ist nicht auf dem Kärtchen, aber der passt ja, da rein. Verletzt dich jemand auf deinem Weg oder was du dich tust, dann du umdenken, der Mensch handelt nur aus Hilflosigkeit, er handelt aus Angst, er handelt aus Unsicherheit. Wenn dich einer packt, verbal, und an die Wand herknallt, dass mit den Füßen nicht mehr auf dem Boden ist, dann bist du hilflos, dann kannst du nichts machen, kannst nicht einmal davor sickeln. Dann kannst du einfach warten, bis er keine Kraft mehr hat, dann stehst du auf den Boden und laufst davon. Das ist das, was du kannst machen. Und sagen, ich liebe mich. Wenn du so hast müssen reagieren, wenn du hilflos und unsicher gewesen bist und es vielleicht nicht nach dem Grund geht, kann ich nichts dafür, dann ist es dieses Problem, also dann löse es. Und ich gehe jetzt einfach meinen Weg, Punkt. Also zieh los und erschaffe etwas. Wie hat man früher gesagt, der Gescheiter gibt nach, der Esel lässt da. Ist doch heute noch gültig. Eben, das Leben ist zu kurz. Life is too short. Ich kann nicht gut Englisch, aber das verstehe ich. Lebe deinen Traum. Teile deine Leidenschaft. Strahlst du. Liebst dich. Und es kommt ein Lächeln ins Gesicht. Du läufst in einen Saal hinein. Oder eben, ja, die anderen sind der Spiegel. Ich habe keinen. Nicht, weil es dunkel war. Ich habe, glaube ich, keine Menge gesehen. Da hinten ist egal, aber das, was ich gesehen habe. Ich habe lachende Menschen gesehen. Weil wir vielleicht auch gelacht haben. Lachst du in einen Spiegelsaal von 1000 Spiegeln? Lachen, lachen dir 1000 Gesichter zurück. Liebe dich und du wirst geliebt. Ohne Aprilscherz. Schön, dass ihr da gewesen seid. Danke. Hey.